vor einer Woche angefangen zu bauen, ist auch noch nicht ganz fertig. Ist eigentlich noch gar nicht fertig. Ist nur, ja, im Grundriss halt fertig und der Keller ist fertig halt. Na, du langweiler Schwein. Falls ihr das Texture Pack wollt, das ist in der Beschreibung. Okay. Laufen, laufen, laufen. Hüp, 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 hüp und hüp. Das dauert jetzt ein bisschen die Lauferei. Also hier habe ich noch keine Gleise hingebaut, gar nichts. Muss ich eigentlich mal machen, das da hinten ist nur, damit ich schneller rüberkomme zu meiner Hauptbasis. Wir sind gleich da, den habe ich, also ich habe hier mitten, ich habe hier im Wald gepflanzt, damit das Feeling besser ist beim Geisterhaus. Ja, hier habe ich Ding gemacht, Holzdinger, damit ich es wiederfinde. Weil auf der Karte war das so klein markiert, also nicht Ding, sondern mein anderes Haus, das ist da hinten. Und hier ist das Geisterhaus, Moment, jetzt kommt wieder, ist es wieder Nacht. Komm schon, Sonne, geh schneller runter! Mach schon! Sonne? Hallo! Hallo! Sonne! Hallo! Sonne! Jetzt, das Bett ist okkupiert. Okkupiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist alles durchwuchert von Bäumen. Ja, auf jeden Fall werde ich das hier noch aus Clean Stones bzw. Moss Stones machen. Jetzt suchen wir erstmal den Eingang. Der ist hier. Hier habe ich schon angefangen, das ein bisschen zu umzuverschandeln. Hier ist eine umgefallene Tür. Hier, also falls ihr euch wundert, was das aus Erde ist, das ist nur grob platziert, damit ich das später mit Cobblestones ersetzen kann. Also hier geht's in den Keller, hier habe ich auch Mossstones platziert. Das ist mir ziemlich gut gelungen hier. Hier geht's nach unten. Ziemlich weit, hier muss ich es auch noch machen. Und hier geht's ein tiefer, mysteriöser, unheimlicher Gang zu einem Ort, wo es gefährlich ist. Also die Fackeln, die habe ich nur so platziert, damit es, damit ich was sehe, aber die kommen später weg. Ich habe mir schon gedacht, ob ich da Redstone-Fackeln hinbaue, als besseres Feeling. Hier habe ich Netherrack gebaut und so. Hier will ich einen Satan-Kreis hinbauen, ist allerdings nur noch in Planung, ist noch nicht ganz fertig. Das ist hier Soul Sand, was ihr da seht. Hier ist Ding, Glowstone. Wir gehen weiter aus den Dungeon hinaus. Okay. Na, wo geht's denn da weiter? Ach, da. Also der Weg, der ist ein bisschen verzwickt, ist auch beabsichtigt. Also, aber man kommt hier schon hoch. So. Hier ist Kohle. Da waren wohl die Bauer des Hauses wohl faul. Na, wir hatten hier die Tür umgeschmissen. Das geht so nicht. Ach, gehen wir mal zu diesem Haus da vorhin, was ich euch gezeigt habe. Ups. Das ist hier auf der anderen Seite des Hauses. Genau da. Mit einem Grunzerschwein. Das habe ich hier am Sonntag weitergebaut.
oder beziehungsweise fertig gebaut, aber ich will es noch weiter bauen, also quasi weiter bauen, meine ich. Also hier geht's in die größte Höhle, die ich je entdeckt habe. Ich habe sie Feuerhöhle genannt, weil unter dem Unterhöhle ist extrem viel Lava gesehen. Habe ich extrem viel Lava gesehen, da habe ich einen Schlund gesehen. Überall Lava. In jeder Ecke muss man echt aufpassen, dass man nicht reinfällt. Und weil die Höhle so groß war, habe ich hier dieses Haus hier hingebaut. Quasi als Unterschlupf. Und ich habe da insgesamt vier Dungeons gefunden. Die kann ich euch allerdings jetzt zeigen, weil die überall verstreut sind. Hier ist ein Dungeon, siebter Dungeon. Hier geht's, glaube ich, direkt nach unten. Siebter Dungeon, hier geht's lang. Da habe ich extra einen großen Fall gemacht. Und hier ist er. Das ist ein Zombie-Dungeon wieder. Aber sonst ist hier eigentlich nichts mehr. Habe ich schon alles ausgegraben an Mineralien in diesem Punkt. Aber ich habe die Höhle immer noch nicht ganz erkundet. Also die führt immer in weitere Höhlen und diese weiteren Höhlen verzweigen sich immer. Das ist echt krass. Und es ist jetzt eine kleine Plagerei, bis wir da oben sind. Jetzt gehen wir mal zur Bücherei. Die ist noch nicht fertig. Da habe ich nur das Grundriss platziert. Wird aber weitergebaut. Ach, wann lade ich das nächste Let's Show? Ich mache das immer monatlich, eine Folge. Also ich baue immer Minecraft weiter und jeden Monat zeige ich euch, was ich dann weitergebaut habe. Ihr könnt es ja vergleichen, die Let's Shows von mir. Und ja, das mache ich so lange, bis ich keine Lust mehr auf Minecraft habe. Jetzt müssen wir erstmal hier durch den Wald. Ich muss gerade rülpsen, aber ich habe innerlich gerülpst, Alter. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Haben wir dann eigentlich sonst alles? Mal schauen. Ja, Dock habe ich euch gezeigt. Ich habe. Ja, okay, das ist das Letzte, was ich euch noch zeigen muss. Sonst habe ich alles. Sonst habe ich nichts mehr gebaut. Hey, geil, die sind Wölfe. So dumm, ich habe keine Knochen dabei. Wir sind fast da. Also ich will die Bücherei ziemlich groß bauen. Also wirklich groß. Größer als die normalen Häuser von vorhin. Und es soll so groß sein. Hier will ich überall Bücherregale hinbauen. Und ja, schöne Aussicht hat es auch. Moment, ich muss die Rendedistanz ein bisschen weiter bauen. Weiter hinbauen. Vor, okay. Und so sieht's aus. Ach warte, ich habe da glaube ich noch was, was ich euch zeigen muss. Da muss ich aber wieder einen weiten Weg gehen. Okay, dann. Ja, sonst ist eigentlich nichts mehr. Hier baue ich gerade den ersten Stock. Und dann sehen wir uns gleich in meinem weiteren Gebäude wieder. Bis gleich. Okay, bin ich wieder. Also hier ist die Höhle immer noch. Wir sind jetzt hier. Also hier ist immer noch die Höhle, die Feuerhöhle. Damit ihr einen Einblick seht, wie groß diese Höhle ist. Wer ruft denn da jetzt schon wieder an? Ich gehe nicht dran. So. Jetzt bin ich wie Gronkh, ich gehe nicht ans Telefon. So. Jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Zack und zack. Und zack und zack. Und auf den Baum. Bis dann. Also ich glaube, ich muss hier noch einen Weg nach oben bauen, weil so geht's nicht, ne?
es wird wieder Nacht. So. Sind wir ja gleich da. Die Aussicht von hier oben, die ist so geil. Da habe ich mir beschlossen, hier ein großes Haus zu bauen. Hier ist ein Balkon. Ist allerdings noch nicht ganz fertig. Ist wie die Bücherei jetzt. Und ja. Gehen wir mal auf den Balkon. Da können wir die Sonne beobachten, wie sie untergeht. Ach, ist das schön. Vielleicht soll ich hier noch Bänke hinmachen. Und tschüss, Sonne. Hallo, Mond. Moment, ich will euch allerdings die Aussicht im Tag zeigen und nicht in der Nacht. Weil sonst seht ihr nichts. Ist ja logisch, ne? Ach, diese scheiß Wolken. Kann man die nicht irgendwie wegmachen? Ich schau mal nach. Das ist Mood. Ah, jetzt. Oder ist es das? Nee. Graphics. Fast. Jetzt müsste man, glaube ich, was sehen. Auf jeden Fall, hier sieht man jetzt die ganze Landschaft. Das muss ich wegmachen, das geht so nicht. Hier sieht man den Wald von vorhin. Schauen wir mal auf die Karte. Hier sieht man das Lagerhaus sogar, aus der Entfernung. Und auch umgekehrt, also aus dem Lagerhaus sieht man auch dieses Haus hier, weil es auf dem Berg ist. Diese verdammten Wolken, die muss man doch irgendwie wegkriegen. Blowing, was ist denn das? Was ist Advanced Open Chill? Nee, das ist auch nichts. Performance Power Saver. Egal, auf jeden Fall sieht man dann hier das Haus. Und das Meer und den Wald und alles mögliche. Also diese Aussicht, die ist echt göttlich. Ja, und dann verabschiede ich mich in diesem Haus jetzt von diesem Let's Show. Und wir sehen uns Let's Show-mäßig wieder im September. Bis dann. Servus.